Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Shantae Half Genie Hero. Ja, im letzten Part scheitert mal kläglich an dieser Stelle hier. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. So, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß hier natürlich nochmal machen, weil wir Game Over gegangen sind im letzten Part. Ganz große Show. Heißt also, wir müssen uns jetzt doppelt so beeilen. So. Nein, so geht das nicht, Shantae. Würde sich der doofe Affe da nicht mal wieder festklemmen, hätten wir eine reelle Chance, schneller zu sein. Tja. Shitting. Fuck. Fick die Hände. So. Komm schon, komm schon. Okay, komm schneller nach oben, Shantae. Okizuki. Aber anscheinend sind wir wohl nicht schnell genug. Okay, es ist ein Stück gesunken. Geben, Shantae. Shitting! Okay, so ging's. So, und bevor wir jetzt eines Todes sterben. Würde dieser Affe sich nicht immer überall. Achso, hier lang. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Alles ist mir lieber als diese Scheiße. So. Ach du meine Güte. Okay, Doki. Der steht fest. Okay, Doki, aufpassen. Der steht auch wieder fest. Bisschen das Timing abwarten. Ah, wenigstens jetzt hier gespeichert, Leute. Autsch! Oh, hier werden wir aber ganz schön gefeilt. Ah, ja. Aber ich glaube, da komme ich nicht hin. So. Soppa. Wunderbärchen. Weg mit dir! Sehr gut. Wenigstens haben wir hier wieder kein Zeitlimit. Eine komisch sich bewegende Plattform haben wir hier. Super, die sind jetzt nicht das große Problem. Aber schon cool gemacht, wenn auch die letzte Szene echt zum Ragen eingeladen hat. Bomben!
Okidoki. So. Um die Sachen müssen wir uns mal später kümmern, die da noch so sind. So. Zip, 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 das können wir auch. Autsch. Oh, unser Leben. So. Ich ahne der Dinge, die noch kommen. Okay. Sonst geht's euch noch gut, ja? So. Chiveco. Oh, dieser Vogel. Oh shit. Alter. Ehrlich, leicht machen sie es einen aber nicht. So. Oh mein Gott. So, jetzt sind wir wenigstens safe. Oh mein Gott. Haben wir's? Haben wir's. Speichern bitte. Kein Schritt weiter, Holly Lingerbean. Verschwinde. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich weiß, wie die Leute in Scuttletown ihre Erinnerung verloren haben, aber ich schätze, dass du dahinter steckst. Na klar. Das Letzte, was ich will, ist dein blöder Genie-Job. Also du warst es. Okay, ich kann's ja sagen. Weißt du, ich bin eigentlich gar kein Halb-Genie. Okay, aber dann? Was genau bist du? Ich bin eine Erinnerung. Eine Erinnerung an die bedeutendste Person aller Zeiten. Was? Niemals. Eine Erinnerung kann keine reale Person sein. Oh, bitte dich. Wenn du so wie ich eine wahre Legende bist, dann bist du alles, was du willst. Vor langer Zeit war ich der smarteste, schönste und hellste Star in ganz Tasseltown. Ich war Summa Cum Laude, Ballkönigin und Miss Tasseltown 3 Jahre hintereinander. Okay. Man betete mich an und preiste mich mit Tributen, Gemälden, Statuen und Büchern. Alle über mich. Ach, manchmal weiß ich nicht mal mehr selbst, wie ich so atemberaubt wurde. Hm. Aber dann wurde die dämliche Stadt von einem dämlichen Sandsturm zerstört, der hunderte Jahre andauerte. So lahm. Die Erinnerung an mich wäre beinahe verloren gegangen. Ach. Glücklicherweise bin ich nur Wilbur begegnet. Wilbur, Zeit für deinen Schmackofatz. Ach du meine Fresse. Das ist Wilbur. Wow, das ist wieder dieser enorme Wurm. Wilbur ist eine seltene Spezies von gigantischen Tausendfüßern, die sich von Neurotransmission ernähren. Ziemlich cool, was? Wie auch immer, um die stärkste Erinnerung bleiben zu können, musste ich einfach alle anderen Erinnerungen eliminieren, indem ich sie an Wilbur verfütterte.
Verabschiede dich von deinen Freunden. Sie sind jetzt Wurmfutter. Na los, friss. Nein. Ach du Scheiße. Du bist ein Monster. Tja. Da scheinbar nicht in ein dummes Genie hinvordringen kann, muss ich mich etwas deutlich schmutzigerem Vorlieb nehmen. Wilbur, zerquetsche sie. Ach du Scheiße. Wilbur, Verschlinger der Erinnerung. Ach du Scheiße. Lass mal raffen, was hier abgeht. Okay, ich muss irgendwelche Schalter drücken, damit ich dann... Okay, ich bin aber nicht schnell genug. Komm schon. So vielleicht. Oh, bam. Okay. Okay, das ist also Wilbur. So, und komm schon. Oh, verdammt. Was können wir denn damit machen? So, wir müssen also den seine... komische Feuerkugel in diese Kanone hier schmeißen. So, komm schon! Oh, ich war nicht schnell genug, verdammt! Ich hätte doch lieber rückwärts laufen müssen. So, dann gehen wir doch mal in eine andere Richtung jetzt gerade. Da ist sie. Fuck. Okay, das müssen wir erstmal noch üben. Schon wieder falsch rum. Shitting. Naja, gut. So, jetzt aber. Komm. Shit! Ja, ist das ein Scheiß hier? Nein! Okay, das bedarf noch ein bisschen Training. Ach, wir sind wieder viel zu lahm. Das war schon wieder nix. Autsch! Wo ist die olle Kugel? Verdammtes! Ach so! Die Dinge gehen von alleine auf. Ich musste da bloß... ich darf nicht auf den Schalter. Alles klar. So, jetzt aber. Das war Nummer 2. Dieses komische Auge wieder.
Shit! So. Ah, okay, solange ich nicht in der Nähe von diesem... Und go! Das war Nummer 3. Ich bin gespannt, wie viel er noch braucht. So. Wilbur ist ganz schön stinkig. Ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. Zumindest so ein bisschen. Hoffe ich. Verdammt. Aber zum Glück haben wir ja die Rüstung, nennen wir sie jetzt mal so. So, und jetzt Shooting! Ich glaube, das hat sich mit Wilbur. Du Dummkopf, schau, was du angerichtet hast. All diese Erinnerungen. Jetzt sind sie frei, so wie sie es sein sollten. Aber alle Erinnerungen sollten von mir sein. Mir! Nun, bin mir sicher, dass manche das sind. Nur können das nicht alle sein. Wie kannst du es wagen, das zu sagen? Ich bin unvergesslich, ich werde es dir zeigen. Oh nein. Nicht fair! Was für eine Nervensäge. Okay, wir haben's. Wir haben's, Leute. World clear. Aber nicht zu 100%. Wir haben noch so viel übersehen. Aber das können wir uns dann noch im Backtracking holen. Tochter des Genies, willkommen im Genie-Reich. Nimm diese Verwandlung und trete ins Licht. Du hast Elefantentanz. Okay. Benutze diese Fähigkeit, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Drücke X, um zu tanzen. Ups, falsch. Ah, so können wir auch diese Blöcke zerbashen, die wir überall gesehen haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wissen wir, was wir im nächsten Part machen? Backtracking. Speichern, das machen wir. Alle sind wieder normal. Also steckt Holly hinter all dem. Ups, falsche Stimme. Also steckt Holly hinter all dem. Ich hatte schon lange den Verdacht, sie könnte ein Erinnerungsvampir sein. Arme Holly, die ganze Zeit und sie hat niemals begriffen. Unser wahres Erbe ist nicht, was in den Geschichtsbüchern geschrieben steht, sondern in den Herzen derer, deren Leben wir berührten. Gut gesagt, Waschlappen. Ich bin ganz auf, die stehen nur schon mit einem Bein im Grab, das ist alles. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das alles dem Bürgermeister erklären soll. Er wird die Sache sicherlich ganz schnell wieder vergessen. Komm schon, wir sollten nachsehen, ob alle in Ordnung sind. Gut, nachdem das jetzt geklärt ist, kann ich mich endlich wieder an die Arbeit machen. Wo war ich? Genau, laut dem Bauplan benötige ich den entgegengesetzten Splitter, um ein Gleichgewicht aus positiver und negativer Energie über den Magnetpolen herzustellen. Splitter? Du meinst dunkle Magie und helle Magie? Die Anleitung ist sehr explizit. Mir gefällt der Gedanke nicht, mit dunkler Magie herum zu experimentieren. Wenn man dunkle und helle Magie in einem korrekten Gleichgewicht hält, sollten sie eigentlich keine Gefahr darstellen. Aber wir werden besonders vorsichtig sein, okay? Ich schätze schon, Onkel. Also wie finde ich einen dunklen Splitter?
Genau, und das werden wir dann im nächsten Part in Erfahrung bringen. Jetzt werde ich nochmal eben abspeichern. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.